Was ist Stückschuld und was ist Gattungsschuld? Stückschuld ist ein Unikat. Ein Unikat, ein Einzelstück. Also ein Vertrag, der sich auf ein Unikat richtet, ein Einzelstück, etwas Individuelles, individuell Bestimmbares. Und eine Gattungsschuld ist nach Art und Güte bestimmt. Geregelt im 243. Beispiel. Stückschuld ist ein einmaliges Kunstwerk, ein Bild, das es nur einmal gibt. Das ist eine Stückschuld. Eine Gattungsschuld ist ein Kilo Tomaten Güteklasse A. Dann wollen Sie nicht diese bestimmten Tomaten, sondern irgendwelche Tomaten der Güteklasse A. So, jetzt kommt das mit den Kunstwerken relativ selten vor, dass das Probleme gibt, weil die auch nicht so fungibel sind. Die werden auch nicht so oft verkauft. Ja, die Mona Lisa, die hängt im Louvre und da hängt sie nun mal. Das ist ein Unikat, aber die hängt da. Aber ein wichtiger praktischer Unterschied ist der, Achtung, der Gebrauchtwagen und der Neuwagen. Gebrauchtwagen ist eine Stückschuld. Dieses Auto gibt es nur einmal. Mit den paar Blötschen hier und mit den paar Lackkratzern da und mit den Brandlöchern auf den Sitzen und das alles gibt es nur ein einziges Mal. Mit Ihrem Fahrstil eingefahren gibt es nur einmal. Gebrauchtwagen ist eine Stückschuld. Und damit sind wir schon wieder bei was Relevantem hier, weil sowas häufig vorkommt, ja, auch in Prüfungen. Ja, das ist eine Stückschuld. Und ein Neuwagen ist eine Gattungsschuld. Sie bestellen ein bestimmtes Modell der Marke VW mit Schiebedach in grün. Das ist eine Gattungsschuld.